Liebe Bürgerinnen und Bürger, gerne hätte ich Sie zu meiner Weihnachtsansprache aus dem Rathaus begrüßt. Aber ich selber bin in Quarantäne, wie Sie bestimmt schon aus der Zeitung erfahren haben. Es hat sich nun gezeigt, dass es in der Sitzung des Verwaltungsausschusses zu keiner Weitergabe des Virus gekommen ist. Wir als Verwaltungsleitung sind zwar im Homeoffice, aber handlungsfähig. Wir kommunizieren digital durch Videokonferenzen und unser Stadtrat fasst aktuell wichtige Beschlüsse für die Stadt durch einen Umlaufbeschluss. Es ist alles anders als gewohnt, wie fast alles im Jahr 2020. Ein Jahr, in dem wir auf so viel verzichten mussten. Ein Jahr, das alles auf den Kopf gestellt hat. Die selbstverständlichsten Dinge waren auf einmal nicht mehr selbstverständlich. Grenzen wurden geschlossen. Das Reisen ist bis heute nicht wirklich frei möglich. Auch in Vechta müssen wir auf vieles in unserem Alltag verzichten. Freunde treffen, ins Restaurant gehen, Feste feiern, die Großeltern besuchen, ganz normal zur Schule gehen, anderen die Hand zur Begrüßung geben, Freunde umarmen. Wir in Vechta hatten so viel vor 2020. Wir hatten uns auf die Toten Hosen gefreut, auf den Stoppelmarkt natürlich, auf Schützenfeste und Karneval, auf viele kleine Feste und Veranstaltungen und auch auf unseren Sport. Aber es war ja nicht mal möglich, einen größeren Geburtstag zu feiern oder zu einer Mitgliederversammlung zu gehen. Und jetzt auch noch Weihnachten mit möglichst wenigen Kontakten. Das hätte uns mal vor Corona jemand vorschreiben sollen. Aber es muss nun einmal so sein. Wir sollten weiterhin solidarisch sein und helfen, die Infektionszahlen wieder zu senken. Davon hängen Menschenleben ab, auch im eigenen Umfeld. Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, das alles klingt nach einem Jahr zum Vergessen. Und machen wir uns nichts vor, das war es auch. Wir alle hoffen, dass die Pandemie endlich ein Ende nimmt. Vielleicht durch einen Impfstoff oder Impfstoffe, durch zurückgehende Infektionszahlen und Maßnahmen, mit denen man das Virus managen kann. Es wird einen Weg aus der Krise geben. Davon bin ich überzeugt. Wir sollten auch nicht alles negativ sehen. 2020 war auch ein Jahr der Solidarität und der Hilfsbereitschaft in unserer Stadt. In Vechta haben sich viele Hilfsinitiativen gegründet und Menschen unterstützt, die nicht mehr so gut für sich selbst sorgen können. Die große Mehrheit der Bevölkerung hat sich auf die Einschränkung eingestellt und hat mitgeholfen, die Lage in den Griff zu bekommen und Menschenleben zu retten. Auch wenn man selbst vielleicht keinen schweren Verlauf der Krankheit befürchtete. Das war eine ganz starke Leistung von Ihnen, von uns allen. Und ich bleibe optimistisch, dass bessere Zeiten kommen werden. In Vechta haben wir in diesem Jahr gesehen, dass wir schwierige Situationen meistern können. Die finanzielle Situation der Stadt stellt sich am Ende dieses Jahres nicht so schlecht dar, wie wir es noch vor wenigen Monaten zum Beginn der Pandemie befürchten mussten. Wir können auch im kommenden Jahr in die Bildung, die Kinderbetreuung, die Infrastruktur investieren. Aber natürlich mit Augenmaß, denn die Folgen der Krise werden uns noch länger begleiten. Dennoch lassen Sie uns die Feiertage auch dazu nutzen, um an all die zu denken, denen Corona schwer zugesetzt hat. An die Geschäfte, die Gastronomie, die Betriebe, die Künstler, die Schausteller. Ganze Branchen liegen wegen Corona brach. Und daher verbinde ich dies auch mit einem Appell. Lassen Sie uns diese Branchen gerade hier in Vechta künftig noch mehr unterstützen. Wenn wir eines aus dem Corona-Jahr lernen können, dann vielleicht, was jeder selbst für die Gesellschaft tun kann. Ich glaube, dass die Menschen in Vechta nach wie vor ein hohes Maß an Solidarität auszeichnet und dass uns die Krise noch enger hat zusammenrücken lassen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, am Ende eines solchen Jahres fällt es auch mir schwer, ein positives Fazit zu ziehen. Wir alle sehnen uns nach Normalität, nach einem Alltag, wie wir ihn vom letzten Jahr kennen. Wir müssen noch durchhalten und uns in Verzicht üben, aber wir haben die Zuversicht, dass sich das alles lohnen wird. Wir werden wieder Vechta erleben, wie wir es kennen. Das Jahr 2021 wird ein besonderes Jahr sein. Kein Jahr der Krise, ein Jahr nach der Krise. Dafür verzichten wir seit Monaten und arbeiten darauf hin. Ich danke Ihnen allen sehr, dass Sie 2020 solidarisch und verantwortungsbewusst waren, sich nicht von der Krise haben unterkriegen lassen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben ein frohes Weihnachtsfest und mehr denn je alles Gute und Gesundheit für das kommende Jahr. Ihr Christian Kater.